Corona belastet bei weitem nicht nur die Fußballnationalmannschaft. Wegen der steigenden Zahl von Corona-Patienten verschiebt die Berliner Charité ab heute alle planbaren Operationen. Und immer mehr Bundesländer verschärfen ihre Maßnahmen wegen täglich neuer Höchstwerte. Laut Robert-Koch-Institut steigt die 7-Tage-Inzidenz heute auf 213,7. Besonders betroffen sind Teile von Sachsen, Thüringen und vor allem von Bayern. Dort liegt die Inzidenz in einigen Landkreisen bereits bei über 800. In ganz Bayern gelten seit Mitternacht verschärfte Maßnahmen. Petra Neubauer berichtet. Noch gilt sie, aber am 25. November soll die epidemische Lage von nationaler Tragweite auslaufen, die aktuelle Rechtsgrundlage für Corona-Maßnahmen. Gestern stellten SPD, Grüne und FDP ihre Anschlussregeln vor. Prompt gab es Kritik. Christoph Desterell fasst zusammen. Tja, wer gibt den Weg vor? Sarah Tacke ist bei mir, die Leiterin. Ist nicht viel klarer, die epidemische Notlage einfach über den Winter hinaus zu verlängern? Der Gesetzentwurf erstmals im Bundestag beraten werden. Vielen Dank für diese Einschätzung und Erläuterung, Sarah Tacke. Das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech hat in den ersten 9 Monaten dieses Jahres etwa 7,1 Milliarden Euro Gewinn erzielt. Corona ist auch in Dänemark wieder großes Thema. Die Infektionszahlen steigen stark. Bei uns ist derzeit eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz im Gespräch. An der EU-Außengrenze zwischen Polen und Belarus spitzt sich die Flüchtlingssituation weiter zu. Beide Staaten ziehen im Grenzgebiet Soldaten und Polizeikräfte zusammen. Mehr als 3000 Flüchtlinge harren in Belarus in einem Waldstück aus, nahe einem geschlossenen Grenzübergang. Viele von ihnen wollen durch Polen nach Deutschland. Aus Warschau berichtet Anne Brühl. Fragen wir unseren Korrespondenten in Moskau, Christian Semm. Was will der belarussische Präsident mit den Flüchtlingen erreichen? Welche Rolle spielt Moskau dabei? Live aus Moskau, Christian Semm, vielen Dank. Heute ist der 9. November, ein historisches Datum für Deutschland. Ein heller und ein dunkler Tag, sagt Bundespräsident Steinmeier. Dafür stehen 3 Daten. Der Fall der Mauer und die große Freude am 9. November 1989. Barbarisch dagegen, die Nationalsozialisten brennen Synagogen und jüdische Geschäfte nieder. 1938 in der Pogromnacht. Und auch das heute, die Erinnerung an 1918, als der Grundstein für die Demokratie gelegt wurde. Aus Berlin, Patricia Wiedemeyer. Ganz anderes Thema jetzt. Ab heute gilt der neue Bußgeldkatalog. Verkehrsdelikte werden deutlich teurer, zu schnelles Fahren etwa oder falsch parken und eine ganze Menge mehr. Elisabeth Schmidt mit einem Überblick. Weil sie sich mutig für andere eingesetzt haben, dafür wurden soeben 2 Männer und eine junge Frau in Berlin ausgezeichnet. Das war's auch schon vom Sport. Dankeschön. Bitte. Der Spätherbst zeigt sich weiter mit Nebel und Sonne. Wer was bekommt, erklärt gleich Katja Hornefer. Das Heute-Journal um 9:45 mit Marietta Slomka. Wir wünschen Ihnen noch einen unbeschwerten Abend und sagen Tschüss bis morgen, wenn Sie mögen.